Hallo Freunde, hier ist Adel und seine Hausmannskost. Heute machen wir so einen Apfelkrambel, Apfelstreusel. Der Grund auch eigentlich, ich habe schon seit 4 Wochen die Äpfel drin, jetzt müssen die unbedingt weg. Also die kann man noch essen, alles ist noch gut. Der war nicht so lange drin, den schäle ich gleich noch für euch. Ich wollte eigentlich nur noch wegen den Zutaten sagen. Ich habe hier 400 Gramm Mehl, 200 Gramm Zucker, also Zucker, da müsst ihr sehen, immer wie sauer die ist. Also 180 Gramm reicht eigentlich auch in der Regel. Dann Butter im Paket, bisschen Zitrone, dafür die Äpfel hier hatte ich hier genommen, weil ich die schon vorgeschnitten habe, sonst müsste ich alles schneiden. Dann habe ich 20 Gramm Mandeln und 20 Gramm hier drunter Pistazien. Ah, könnt ihr jetzt vielleicht sehen, nee, das Grüne, ja, so. Okay, dann brauchen wir Vanille. Eine Vanillestange ist mir zu teuer für so einen Apfelstrambel. Bisschen Vanillezucker habe ich noch hier. Also das kann auch alles zusammen, alles rein. Und dann kommt noch ein Ei dazu. So, alles rein. Jetzt seht ihr auch die Pistazien. Ich mache das Ganze nachher in eine Tartform, weil ein Teil nehme ich für den Bohnen und den anderen streusel ich so rüber. So, hier ist das Ei. Das machen wir auch gleich mit rein. Und bei den so Äpfeln mache ich nachher noch ein bisschen Zimt zu. So. Okay, jetzt haben wir das soweit fertig. Jetzt wollte ich eben noch mal, wer das noch nicht gemacht hat, einen Apfel schälen. Deswegen habe ich einen nachgelassen. Es gibt ja immer Menschen, die das noch nie gemacht haben. Und dafür mache ich ja diese Dinger, diese Filme hier, ne? Und ganz besonders halt für die Lehrlinge, ne? Ich habe jetzt zwar keine mehr, ne? Aber es gibt immer noch welche, die sich die anschauen und wenn immer 1, 2, 3 mehr. Aber ich habe jetzt auch noch viele der Leute, die ich anleite. Das heißt, stellt man sich so vor, als wie im ersten Lehrjahr. So, dann steche ich die hier aus, einfach. Da muss man natürlich genau treffen. Und nicht so blindi wie Ariel hier. Aber jetzt nur ein bisschen, also mache ich den hier nochmal so ein klein bisschen rein. So, dann haben wir das. Dann kann man es weg. Und jetzt habe ich den so Apfel einfach halbiert. Und dann in nicht ganz so dünne Streifen geschnitten. Und dann nochmal halbiert. Also, ich mache das mal von der anderen Seite. Dann muss ich das natürlich drehen. So, dass ich dann all die Streifen, das so in Streifen geschnitten habe. Und dann einfach so, das war's dann. So, die kommen damit rein. Das ist eine andere Sorte Apfel. Der ist auch nicht so sauer. Der ist nicht so schön. Also bei Apfelkrammel oder Apfelkuchen oder sonst was sollten die Äpfel ruhig schön sauer sein. Meine Meinung nach. So, jetzt kommt die Butter noch. Noch ein bisschen aufpacken. So, die Butter, die schneide ich mir so ein kleines Stückchen. Und dann, ihr könnt das Ganze auch dann mit der Hand wegkneten, ne? Aber habt ihr eine Maschine, soll die auch was tun. So, jetzt machen wir das runter, dann stellen wir den an. Und dann machen wir erstmal eine Reihe Butter rein.
sondern ruhig so ein bisschen durchkneten. Und wenn das dann nachher verrührt ist, dann kann man da mit der Hand beigehen. Und so habe ich erstmal den ersten Anschub, weil das schafft die Maschine sowieso nicht. So, das war's. Jetzt muss ich das mit der Hand machen. Wir müssen das schön mit der Hand kneten. Man kann sich auch Handschuhe anziehen, wer mag. Oder man wäscht sich einfach vernünftig vor die Hände. Das wird schon so richtig schön krümelig. Da ist so ein Apfel, ein Kern, den will ich natürlich nicht dabei haben. So, ich mache den hier weiter. Dafür muss die Kamera ja nicht an sein. Einfach durchkneten, bis wir eine Masse haben. So, jetzt könnt ihr sehen, jetzt haben wir eine feste Masse. Da kommt gleich noch ein bisschen Mehl zu. Aber jetzt erstmal für den Teig, den ich mir jetzt hier rauf machen will, die Hälfte ungefähr. Und schon mal hier ein Handtuch drunter machen. Sonst zerkratze ich mir meinen Herd. Das wollen wir nicht. So, einfach schön verteilen. Der schmeckt auf jeden Fall lecker. Man kann auch einfach Apfelkrammel nur machen, dass man die Äpfel reinmacht und die Krümel oben drauf. Aber so habe ich einen schönen Bohnen. Der gleiche Teig, den stelle ich mir jetzt erstmal kalt. So, jetzt machen wir hier nochmal ungefähr 20 Gramm Mehl rein, damit wir hier so ein bisschen Streusel rausbekommen. Weil Krümel heißt ja nun mal Streusel und Streusel müssen ja nicht unbedingt ganz fein sein. Können ruhig ein bisschen rustikaler sein. Ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, könnt ihr ruhig noch ein bisschen Mehl dran machen, aber ich will das nicht. Dann bekommt ihr sie noch ein bisschen feiner hin. Dann habe ich zu viel Mehl so. So, jetzt habe ich einen schönen Teig, der auch so wie Streusel ist. Bisschen gröber. Wenn ihr die feiner haben wollt, müsst ihr mehr Mehl zu machen. Was ich nicht empfehlen würde. So, jetzt machen wir ein bisschen sauber. So, Freunde, ich habe mir jetzt die Äpfel auf den Teig gemacht. Machen wir noch so ein bisschen Zimt drüber. Müsste nicht. Ich mache das, weil ich das mag halt. Ne? So, und jetzt kommen meine Streusel da drüber. Und wenn ihr die ein bisschen feiner haben wollt, euer Streusel, dann müsst ihr halt, wie ich eben schon sagte, dann müsst ihr halt ein bisschen mehr Mehl nehmen. Weil Krümel heißt nun mal Streusel. Und das sind Streusel. Die Frage ist jetzt, wie fein das man sehen möchte. So. Das war's jetzt. Und jetzt schiebe ich den im Ofen für eine Stunde. Ja, nicht ganz, für 50 Minuten. Bei 180 Grad ungefähr. Jetzt habe ich ja noch ein paar Streusel nach. Die werfe ich natürlich nicht weg. Die schiebe ich auch mit im Ofen. Und dann hat man mal was, wenn man ein Dessert anrichten will oder so. Oder einfach nur so zum Naschen. Voilà.
So, jetzt müssen wir auf den Kuchen warten. Dann machen wir eben den nächsten Film. Der Apfelkrumbel ist fertig. Den habe ich jetzt hier einfach nur auf dem Blech liegen. Der war ja hier drin, konnte ich gut rausnehmen. Habe jetzt noch ein bisschen so Puderzucker drüber gemacht. Fertig. Ich habe ihn auch mal am Rand angeschnitten. Der sieht richtig lecker aus. Und der schmeckt auch lecker. Ich habe ihn ja schon gegessen. Jedenfalls nur das Randstück, ne? Das war noch nicht ganz so saftig, weil der Rand war. Aber trotzdem schon gut. Ja, dann sind, wie gesagt, hier sind die Streusel. Die kann man für irgendein Dessert nehmen. Gut, Freunde, dann kann ich wie immer nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Wünsche euch euer Ariel. Und tschüss.